Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch hier aus der Zentrale von Chromo. Wir haben ja gestern Abend noch live gestreamt und haben vorgestern Abend auch live gestreamt und haben da einen echt netten Angriff gesehen. Barch ist nämlich weg. Barch, ihr wisst, Barbaren und Archer, also die Begriffe kommen ja immer so ein bisschen aus dem Englischen. Wenn man das eindeutscht und das zweideutschig nennen würde, dann kommt da irgendwie so ein Kaudermix raus. Aber gerade Barch, die Barbaren und die Bogenschützen sind ja die ersten Truppen, die wir in Clash of Clans bekommen, und sie werden immer wieder genutzt. Auch in unseren Clanking haben wir sie genutzt, ganz abseits der Event-Truppen. Das ist eigentlich das Witzige. Gerade die Event-Truppen ruhen ja jetzt noch die nächsten 12 Tage oder so, solange wie das Event noch geht. Jeder nutzt sie auf den Rathausstufen, wo es dann halt geht. Ich glaube, die gehen erst ab Rathaus Level 9. Ne? Bei 8 gehen die, glaube ich, nicht. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe nur einen 8er, auf den habe ich das noch gar nicht probiert, obwohl ich sie mit da freigeschaltet habe. Ich glaube, die gehen dann doch auf 8. Müsste ich nachschauen. Aber nichtsdestotrotz kann man diese Truppen immer noch super, super gebrauchen. Und ich wollte das einfach festhalten, bevor es dann wieder ausläuft. Und ihr habt auf jeden Fall noch ein cooles Video auf dem Montag. Ist ja auch mal nicht ganz so schlecht. Für den weiteren Ablauf, wir streamen auf jeden Fall so weit wie es geht, bis irgendwie zum Abbau und zum Aufbau dann auch wieder. Vielleicht bauen wir auch zusammen auf, mal sehen, dass wir das Setup hier wieder, also nicht dieses, sondern bei mir zu Hause, so ein bisschen wieder an Start bekommen, Richtung nächstes Wochenende oder so. Muss ich mal gucken, wie wir das machen. Aber ich will euch erstmal den echt richtig knackigen Angriff zeigen. Hier wird auch schon wieder fleißig geübt. Ah, nee, das ist der Präsentationstag. Das war ein Tag nach dem Spiel gegen die Kings of Queens. Da haben wir ja ein bisschen was rausgesehen. Sondern es war hier in dem Krieg. Hier in dem Krieg. Ich glaube, es war auf die Nummer 7. Da bot sich das aber auch an. Ja, so nach dem Motto, ich mach mal was, können auch nur 2 Sterne werden. Aber da bot sich das an. Ihr seht hier die Armee. 45 Barbaren, 44 Bogenschützen, dann ein paar Mauerbrecher damit bei, ein paar schnelle Loons, ein paar Raketenrockets, eine E-Titanin, eine ganze Menge Heiler. Wir können uns auch mal das Equipment von den Helden hier anschauen, also einmal den Fußball und den Erdbebenschuh. Dann haben wir hier bei der Queen die Heilerpuppe und Spiegel. Dann beim Warden den Feuerball und das Wutjuwel müsste das sein. Und haben hier den Pfeil, okay, den hat er noch nicht ganz durchgelevelt, und das Schild, und die Base bot das einfach an, das genauso zu machen, wie er es gemacht hat. War schon ziemlich, ziemlich krank. Ich muss euch, gehe mit euch ganz weit raus. Klar sind diese Compartments hier, die laden natürlich für gewisse Sachen ein, aber das werden wir jetzt mal eben, wir gucken eben mal rein. Und also Barch ist auf jeden Fall weg. Ich gehe nochmal raus mit meinem Tapser, dann haben wir das Feld auch für uns. Und schauen wir mal, wie er das hier geregelt hat. Also erstmal gucken, ob da nicht noch irgendwo eine Falle ist oder ein Tesla hochploppt oder was auch immer. Das Compartment hier komplett weggeblitzt hier unten. Das seht ihr. Unsichtbarkeitszauber egal. Zweimal Unsichtbarkeit, Warden gezündet, Feuerball, nächstes Compartment weg. Ja, also die wichtigste Defense, sage ich mal, oder vieles der wichtigsten Key Defense hat er hier jetzt schon mal rausgenommen und immer so Stück für Stück schon mal hier und da ein Archer gesetzt. Hier außen seht ihr das, ja, denn die brauchen ja auch immer ein bisschen länger für die Gebäude. Die Blimp hier reingespielt, entgegen des Fegers, aber schön den Feger mitgenommen und dort nochmal Rocket Moons und ein Yeti mit drin in der Klarburg, und dann lebt, dann ist schon nicht mehr so viel da. Ja, Rathaus ist weg, 2 Compartments sind raus. Und jetzt geht es mit den Helden weiter. Ein Eisgolem mit rein. Die sollen jetzt natürlich hier, ich gehe doch mal ein bisschen größer rein, die sollen jetzt natürlich hier in den Chor reingehen. Also in die Mitte Richtung Monolith und Richtung Adlerartillerie. Die hat er jetzt mit noch nichts bekommen. Ist aber vermutlich auch gar nicht so schlimm. Ein bisschen nervig natürlich jetzt noch die Eisgolems. Erdbebenschuh macht schon mal die Mauern Richtung der Mitte auf. Und der King kann ja nochmal wiederbelebt werden durch den Phönix. Also auch nicht schlecht. Die Bogenschützenkönigin einfach so ein bisschen mit den Heilern dahinter. E-Titanin da auch mit drin. Ja, und die steht natürlich im Heil 0. Die macht natürlich gegen Mauern recht wenig. Aber die geht ja auch nicht kaputt. Die macht halt durch den Aura-Schaden alle Skelette weg, die da jetzt gerade rauskommen. Und macht auch die Helden mit weg.
Ja, und dann kann das ganze Gebatsche hier, ihr seht, was man nur mit dem Helden dann schon rausnimmt. Also Blitzzauber, nur die Helden, Eisgolem davor, wie viel man bei solchen Bases hier schaffen kann. Und dann ist natürlich ein Batsch weg, keine Frage. Ja, dann wird das Ding hier kaputt gebatscht. So will ich es mal sagen. Und so kann man es machen. Ich wollte das unbedingt für euch festhalten, weil es war wirklich eine extrem coole Attacke. Und aber auch cool zu sehen, dass es auch noch nach wie vor in der Eventwoche hier oder bei den Event-Truppenwochen noch andere Angriffsstrategien gibt als nur ja, die ollen komischen Lava-Loons, sondern Barge is back, also probiert das ruhig aus, wenn ihr auf solche Bases trefft und die trifft man ja, ich will nicht sagen zuhauf, aber immer mal wieder und dann kann man das ruhig mal probieren und nimmt jetzt überhaupt kaum Supertruppen dabei, ihr seht das nur so ein bisschen die Rocket-Loons, die Mauerbrecher. Und hier hinten auch genug Heilung im Backend, auch noch zusätzlich mit den Druiden. Die Unsichtbarkeitszauber 7-mal hier unten für das Compartment und ein Erdbebenzauber braucht er da unten und ein Erdbebenzauber braucht er halt oben für die Wortengeschichte, wenn er mit seinem Feuerball loslegt und was in der Clanbook ist, seht er da auch. Also echt nicht schlecht. Es gab natürlich auch noch andere Angriffe, keine Frage. Wir haben ja 75-70 gewonnen. Und ich suche mir mal, ich hatte mir noch eigentlich noch einen rausgepickt eben, bevor ich die Videofolge begann. Ich muss mal gerade gucken, was Paul. Paul, ja, mit Rootrider. Rootrider gehen auch noch in der Woche hier. Aber Paul ist auch ein Rathaus 16, muss ich sagen. Und durfte hier gegen 14 so ein bisschen tiefer ran. Wir haben halt den 14er nicht geschafft, aber weil wir unten ein bisschen Rathaus schwächer waren. Dieses Mal, wir haben jetzt den neuen Gegner schon gefunden. Das wird auch wieder eine interessante Begegnung und ich versuche da auch ein bisschen was von festzuhalten. Interessant deswegen, weil gegen die haben wir schon mal in einer Liga gespielt. Ja, man trifft sich auch im Clash of Clans Leben immer mal zweimal wieder und gegen die jetzigen Gegner haben wir allerdings verloren. Damals gab es so ein Honk, der hieß Thorsten, der hat einen Angriff nicht gemacht und deswegen haben wir den Clankrieg damals verloren, weil uns Angriffe fehlten, nämlich genau einer und ich hätte locker zwei Sterne holen können damals. Aber da haben wir in der CWL gegen die Kollegen leider 35-36 gewonnen. Das haben wir kurz mal nachrecherchiert. Ist sicherlich sehr ärgerlich, aber dieses Mal muss ich auch sagen, Richtung 1.11. gehend fängt ja die Liga wieder an und auch die Weltmeisterschaft. Im Moment tatsächlich suche ich so gut wie gar nichts. Den Totus Bande hätten wir natürlich noch wieder ein bisschen Luft. Dann wieder für einen 30er. Der ein oder andere kommt sowieso dann wieder von extern rein. Also das auch nur mal so für euch gesagt. Okay, das war ja echt OP hier. Weil auch ein extremer Dip. Gucken wir mal hier oben, was der Martin gemacht hat. Ich denke, Eventtruppe. Ja, hier haben wir die Eventtruppe wenigstens einmal im Video noch die Eventtruppe mit reingenommen. Und deswegen suche ich im Moment auch gar nicht oder so gut wie gar nicht. Aber trotzdem haltet ein bisschen Ausschau auf meinem Discord. Link ist in der Description below, also in der Beschreibung unter dem Video gibt es den Link auch zum Discord. Der müsste auch immer noch passen. Dort wird natürlich jetzt auch gerade wieder vor der Liga ein bisschen gesucht oder man bietet sich an, dass man die Liga irgendwo mitspielen möchte. Und ich denke, dann kommt ihr auch wieder unter und könnt eine coole Woche ab Anfang November spielen. Wenn wir dann wieder in die Clankriegs-Liga reingehen. Und deswegen schaut ruhig rein in den Discord. Es gibt dort ja auch einen Channel Clan-Suche bzw. Clan-Bewerbung. Nee, Clan-Bewerbung. Also so ist irgendwie so ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie der Kanal heißt. Aber dort könnt ihr auch euren Clan bewerben oder aber auch euch bewerben, wenn ihr dort etwas sucht. Also gerade suchen für meinen 14er noch eine passende Liga oder passenden Clan, der Liga spielt. Ja, so in etwa. Aber wie gesagt, Todesbande dürfte Platz sein. Bei den Herausforderern und bei Free-to-Play sind wir, denke ich mal, für die Liga super ausgebucht, also mit eigenen Leuten. Und ich muss nicht auf Battletour gehen, dass wir irgendwo, uns fehlen Leute hier für die Liga. Das ist diesmal tatsächlich nicht der Fall. Und auch hier die Lava-Pubs hier extrem stark gegen die Nummer 1, also 9 auf 1. Hier der Martin spielt eigentlich mal ein Hybrid. Diesmal nicht und hat sogar den Slammer noch nicht gespielt, also ist schon ziemlich. Naja, Leute, ich guck mal gerade nach, wie viele Tage noch. Aber ich glaube, das Event geht jetzt nicht mehr so lange Tage. Ihr werdet jetzt auch feststellen, dass ich durch bin hier. Also ich bin jetzt schon im Bonus-Track-Fahrt. Wir haben unheimlich viel geclasht am Wochenende. Hat mich auch super gefreut, dass ich hier mit den
Accounts hier richtig viel machen konnte, bin natürlich um etliches an Medaillen losgeworden, was das Selbstspenden angeht, und bin auch schon wieder kurz vor Legende gelistet. Mal sehen, ob ich mal in die sogenannte Fake-Legende reingehe. Ich weiß immer noch nicht genau, was es ist, weil bisher schlug das bei mir fehl, in diese Fake-Legende reinzugehen. Ich muss da unbedingt dann aufpassen, wenn es denn soweit ist, was dann passiert, dass ich mich da so zwischen 5.000 und 4.900 immer tummel und kann trotzdem viele, viele Angriffe machen. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge ganz gut so auf den Montag gefallen hat. Also, Bartsch ist wieder back. Back to the roots, back to Archer und back to Barbarians. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen und auch in den Livestreams wieder. Twitch.tv, schräger Toto Clash, nicht vergessen. Guckt ruhig rein, ist alles umsonst. Abonnieren dort, Glocke stellen und dann seid ihr auch in den Livestreams mit dabei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns wieder in weiteren Videos. Ciao, ciao. Danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Best.